Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn für die PlayStation 4 Part 29. Ja, beim letzten Mal haben wir eine kleine, kleine Prüfung geschafft für Talana. Wir sollen uns nämlich beweisen und Trophäen bringen. Das haben wir dann Asis gegeben und er war schon ein bisschen angetan von uns. Und nun sollen wir Talana folgen und ich würde sagen, das machen wir auch direkt und starten direkt ins Spiel hinein. Ja, schauen wir mal. Gucken wir mal, was Talana so zu sagen hat. Natürlich muss ich erstmal gucken, wie ich wieder hier hinkomme. Immer wieder dasselbe hier. So. Ich habe nur die besten Waren. Gut, hier haben wir noch einen Händler. Ich weiß nicht, haben wir mit dem schon gesprochen? Okay, verkauft nicht viel. Okay, dann sprechen wir mit Talana. Schauen wir mal, was sie uns jetzt zu sagen hat. Du willst helfen? Hier braucht jemand Hilfe. Nur zu, Ilsadi. Ich lebe in Ödlicht, nordöstlich von hier. Ich bin knapp entkommen, weil Grauhabig da alles angreifen, was sich rührt. Wir haben kaum noch Scherben. Hilfst du uns? Wir wissen nicht mehr weiter. Manchmal erhalten Mitglieder ein Honorar für die Jagd. Assis sollte diese machen, doch er lehnte ab. Er wollte mehr Geld. Wie großherzig. Früher hätte ich das zusammen mit Tarkas erledigt. Wollen wir beide es gemeinsam machen? Wir sehen uns in Ödlicht. Was ist mit Rotschlund? Kommst du oder nicht? Na gut. Ich komme dorthin, sobald ich kann. Sobald ich kann. Darauf liegt die Betonung. Also, begib dich nach Ödlicht. Schauen wir mal ganz kurz in die Questlog hinein. Also, es ist für mich doch durchaus interessant jetzt. Was hat sich jetzt so alles getan? Also, wir haben hier neue Prüfungen. Ja, zumindest eine. Sei vor dem Grauhabichten bei den Wächterkadavern. Das machen wir auf jeden Fall noch. Erstmal machen wir die anderen. Langhälse haben wir noch. Banditenlager. Daneben Quests, die eine niedrigere Stufe haben. Also vielleicht ist es auch sinnvoll, erstmal die Sachen weiterzumachen. Aber ich bin auch sehr, sehr wild drauf, zu wissen, was jetzt mit Talana so weitergeht. Also das ist durchaus eine sehr interessante Geschichte. Hier, bewege dich mit schweren Waffen schneller. Das wollten wir ja letztes Mal haben. Nun haben wir es. Gut, schauen wir mal Datenpunkte. Da haben wir ja beim letzten Mal was eingesammelt. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange wird. Okay. Gescannte Glyphen. Ja, es ist wie so eine Bibel. Also wer Interesse hat, der kann da mal so gerne hier reinlesen. Ich mach mal wieder hier so ein bisschen so. Also die 7 Artikel des Sonnenglaubens, das sind so wie die Gebote. Also man kann sich das durchaus mal durchlesen. Damit wir aber ein bisschen Zeit sparen, möchte ich euch das jetzt nicht hier alles zumuten. Ich zeige euch so die einzelnen Kapitel. Wer Bock hat, kann an diesen Stellen hier Pause kurz drücken. Und dann könnt ihr euch das gemeinsam oder alleine durchlesen. Und das gleiche machen wir natürlich hier. Legendäre Jagden der Loge. Das sind alles Geschichten halt, ne? Über die Jagden in der Jägerloge. Also durchaus interessant, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich möchte jetzt einfach mal in die Mission stürzen und mich selber einfach überzeugen, wie das hier so abgeht. Tatkräftige Abenteurer, vorzugsweise ohne Freunde und Familie. Keine Bedingung. Hey da, Fremde. Ich bin Wilgund. Suchst du hier eventuell eine Arbeit? Ha, gute Scherben. Genug für ein Gewand, das besser zu dir. Okay. Schluss damit, wenn ich dir zuhören soll. Ich meinte nur, eine wohlgeformte Frau, so wie du. Es kursieren Gerüchte über ein Banuk-Lager. Zahme Maschinen, heißt es in den Gerüchten. Also heuerte ich ein paar Leute an. Nur um das zu untersuchen, nicht mehr. Die Banuk sind gerissen, zugerissen. Ich zahlte im Voraus. Naja, die Hälfte. Und hörte nie wieder was.
Und jetzt suchst du jemanden, der deine Männer suchen soll. Das Geld ist versenkt. Das Gerücht ist mir mehr wert. Ist an den Gerüchten über das Lager etwas dran? Die anderen haben nur nach ihrer Bezahlung gefragt. Du bist clever. Das Lager ist sogar zu klein für einen Namen da, wo der Schnee nicht taut. Es heißt, die Banuk leben dort friedlich mit Maschinen. Halten sie sich zum Streicheln, Nutzen, Vorsingen? Wenn das stimmt und wenn wir das auch könnten, stell dir mal vor, wie wertvoll das wäre für alle Stämme. Mit wertvoll meinst du, dass sie dich dafür bezahlen? Kind, man muss sehen, wo man bleibt. So ist das Geschäft. Was weißt du noch über die Banuk? Die Banuk-Frauen. Schneehexen, alle. Kalte Augen, kalte... Sie wählten als ihre Heimat Ban-Ur, im Eis. Eine Unterhaltung mit ihnen ist wie in einem Eisberg zu graben. Sie sind lieber mit Maschinen zusammen. Und deshalb kann an dem Gerücht was dran sein. Dann wollen sie vielleicht nicht, dass Fremde davon wissen. Ha! Mystisches Getue. Keine Besitztümer, kein Luxus. Alles Quatsch. Dieses Volk ist beim Falschen härter als der Frost. Bist du sowas wie ein Händler? Ich sehe gar keine Waren. Na, eher ein Forscher. Aber du schickst andere los, um zu forschen. Na gut, eher ein Opportunist. Kind, Mädchen, Jägerin. Die Welt steckt voller Gelegenheiten und sie sind sehr riskant. Doch warum sollte deshalb jemand wie ich auf lukrative Chancen verzichten? Na gut, ich bin eher ein Spieler. So wie wir. Wenn ich dem Gerücht nachgehe... Du wirst dazu nicht bis ans Ende der Welt reisen müssen. Es ist am Rand des Banuk-Landes, unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den Wilden Osten. Den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen teilen, na, das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. Okay, also durchaus eine interessante These, ob es wirklich wahr ist, dass Menschen mit Maschinen zusammenleben. Wir werden das bestimmt noch herausfinden. Kann ich euch vielleicht für eine lukrative Gelegenheit interessieren? Gut, ja, das war Wilgund gewesen. Auch ein sehr interessanter Typ, aber ein bisschen verwirrt und lässt lieber andere seine Arbeit machen. Und profitiert dann davon, indem er halt posaunt, dass er hier so Tolles gemacht hat. Gut, was haben wir hier? Auch ein Händler, wo wir nur Sachen kaufen können, verkaufen können, mehr auch nicht. Ja, schauen wir uns doch mal ein bisschen um hier. Also, ich möchte mit dir über eine Sache voller Anmut und Schönheit sprechen. Eine schöne Gegend hier im Meridian, muss man wirklich sagen. Aber ein bisschen zu viel Schloss. Ein bisschen zu groß hier alles. So, hier haben wir wieder ein Tagebuch. Der verrückte Sonnenkönig. Pamphlet. Jede Seite dieses Pamphlets ist eng mit hastig hingeworfenen, unordentlichen Glyphen beschriftet. Schauen wir mal rein. Könnte sein, dass es ein bisschen kürzer wird hier. So. Ja, auch wieder ganz viele Informationen. Also die Herrschaft des verrückten Sonnenkönigs. Sei gewarnt, Leser, denn als wahres Zeugnis der Taten des verrückten Sonnenkönigs Jiran sind diese Glyphen mit Blut befleckt. Wahrhaftig, diese Grausamkeiten können kaum ausgesprochen werden. Also bete um die Reinigung der Sonne für dich selbst und den Erzähler dieser Geschichten. Du wirst von den tiefen Wunden hören, die fremden Ländern auf der Jagd nach Blutopfern zugefügt wurden. Auf den roten Raubzügen. Denn der verrückte Sonnenkönig befahl, dass eine ganze Generation aus jedem Dorf entfernt werden sollte, sodass sie bereitwilliger Opfergaben liefern und Kämpfer für den nächsten Raubzug stellen würden. Die Utaru? Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, aber ist auch egal. Die ihm mit Getreidegaben besänftigt wollten, wurden in solcher Zahl niedergemetzelt, dass sich im folgenden Herbst der Mais vom Blut der Toten schwarz und blau färbte. Bei der Osaram schichtete der Schrecken der Sonne die Leichen der Gefallenen an den Mauern ihrer Dörfer auf, damit seine Falken über die Berge der Toten dort einfallen konnten.
Und im Tal der barbarischen Nora Schrecken des Wilden Ostens erfolgten so viele Gräueltaten, dass die Bäume als Zeichen der Warnung mit Leichen behängt waren. Wer etwas über die Grausamkeiten des verrückten Königs gegen sein eigenes Volk lesen möchte, soll hier nicht enttäuscht werden. Lies von den Toten der Verurteilten im Sonnenring, in allen Einzelheiten, als hätten ihre zerschlagenen Schädel es selbst berichtet, nachdem man sie vor den Toren der Stadt aufgehäuft hat. Auch wirst du keinen erschütternden Bericht über das Massaker der Jägerloge finden. Während du liest, stell dir vor, du wärst unter diesen tapferen Habichten, die bis zum letzten kämpften und mit ihrem Blut den Sand tränkten, vom Tagesanbruch bis in die Nacht. Oder stell dir dich im Publikum vor, als die losgelassenen Behemoths in die Tribünen stürmten und Holz und Knochen zermalmten. Und dieses wahnsinnige Blutbad nahm der verrückte Sonnenkönig gnadenlos in sich auf. Er wandte seinen Blick nicht einmal ab, als sein eigener Sohn in diesem Ring des Todes aufgespießt wurde. Ja, der blonde Kadaman. Kadaman vom Erwachen der Dämmerung entwürdigt und verdammt für das Verbrechen, sich gegen seinen Vater aufzulehnen. Einen so wahren und vollständigen Bericht über die Taten des verrückten Sonnenkönigs Jiran findest du nicht in den Annalen und du hörst ihn nicht von den Schätzern der Sonnenpriester. Ich schreibe ihn mit schwerem Herzen und lasse keines der schrecklichen Ereignisse aus, denn das ist meine Pflicht der Geschichte und dir gegenüber, tapferer Leser. Ja, die wahren Hintergründe eines Sonnenkönigs, aber ich glaube, das bezog sich auf den früheren Sonnenkönig, der ja böse war sozusagen. Jetzt haben wir aktuell einen anderen Sonnenkönig, der ein bisschen netter ist, sage ich mal. Also, wir haben hier durchaus wieder was Neues dazu bekommen. Ganz, ganz viele interessante Aufträge. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was ich da als erstes anfangen soll. Ob mit einem langen Hals. Also, ich würde lieber doch ein bisschen an der Hauptquest arbeiten, weil die Rache der Nora, das ist wieder echt voll weit weg. Die Stadt der Sonne. Also, ich würde sagen, Aloy reist nach Meridian. Sie ist auf der Suche nach Olin, dem Osram-Wühler, den sie am Abend vor der Erprobung traf. Die Mörder haben sie irgendwie über Olins Fokus ins Visier genommen. Wie genau, kann sie nur erfahren, wenn sie ihn findet und zum Reden bringt. Also, Ausgrabungsstätte müssen wir besuchen gehen, also betreten. Können wir machen. Wir haben noch gar nicht mit Wall und Sona gesprochen. Das sind so Sachen, die sollten wir eigentlich als erstes machen. Ich überlege, ob wir das auch wirklich jetzt machen. Weil sonst kommen wir echt mit der Geschichte durcheinander. Und wenn ich irgendwann mit Wahl und Sona wieder anfange, dann weiß keiner mehr, was los ist. So, hier haben wir auch noch was. Die Befreiung. Schauen wir mal, was wir hier haben. Also hier haben wir auch ganz viel Text. Die Befreiung Meridians. Ich würde sagen, hier könnt ihr euch wieder ein bisschen selber reinlesen. So, ab und zu lese ich mal was vor. Aber ab und zu könnt ihr es auch mal ein bisschen selber machen. Wie gesagt, so ein paar Geschichten sind halt sehr tiefgründig. Kann man schnell vergessen oder auch nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele dieser Geschichten auch von irgendwelchen Personen nochmal wiederholt werden. Also wer Interesse hat, kann sich hier mal ein bisschen reinlesen. Auf jeden Fall gar nicht so schlecht, das alles mal hier, ja, nochmal schriftlich alles nachzulesen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Aber ich bin so ein Typ, der halt ein bisschen praktischer vorangeht, der ein bisschen so selber die Erfahrung machen möchte. Ein eigenes Bild machen möchte. Weil das, was früher passiert ist, ist halt schön und gut. Oder auch nicht. Aber das, was jetzt ist, ist halt neu. Jemand hat mein Haus ausgeraubt. Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt. Wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Erzähl mir mehr über den Raub und lass nichts aus. Es war dreist und professionell. Sie stahlen nur das Schwert, meinen wertvollsten Besitz. Der Dieb entkam durch das Fenster und stolperte über meinen Diener. Ansonsten wäre er unbemerkt entkommen. Warum stiehlt jemand ein Schwert? Es ist unbezahlbar. Aus dem Geweih eines Lanzenhorns mit feinen Intarsien und Edelsteinen an den... Okay, verstehe. Verzeihung, das ist noch nicht einmal der Punkt. Der 12. Sonnenkönig schenkte es meinem Bruder für seine Dienste. Er fiel im Kampf während der Befreiung. Ich hob es für meinen Neffen auf, der bei den Schattenkaja in Sonnenfall gestrandet ist. Was macht dein Neffe denn in Sonnenfall?
Die meisten Kleriker dienten dem verrückten König. Und als er fiel, flohen sie aus Angst vor Vergeltung. Als Ehrengarde eines ehrwürdigen Priesters musste mein Neffe mit ihnen gehen. Mein Bruder ist jetzt tot, mein Neffe ist sein Erbe. Das Schwert gehört also eigentlich ihm. Und nach allem, was er durchgemacht hat, will ich ihm nicht sagen müssen, dass es nicht mehr da ist. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Okay, ist halt die Frage, ob wir das mal eben so machen können. Also mal eben diese Mission vorziehen. Schauen wir mal Nebenquest. Also, wir haben hier die Reichen berauben. Ein dreister Diebstahl am helllichten Tag hat einen Adligen um ein wertvolles Erbstück gebracht. Wie wurde er zum Opfer und warum? Das ist ziemlich irgendwie geil irgendwie. Also so einen auf Detektiv jetzt spielen und herausfinden, was passiert ist. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Reden wir mal mit ihm. Du hast den Einbrecher fliehen sehen? Ich stand mit dem Rücken zur Mauer. Ich dachte nicht, dass wer zum Fenster rausklettert. Er war grau gekleidet und hatte das Schwert. Mehr weiß ich nicht. Bei der Sonne, mir blieb fast das Herz stehen. Okay. Ich untersuche den Tatort. Also er hatte was Graues an, so viel steht fest. Untersuche den Tatort. Können wir hier rein? Ist das hier drin passiert? Gibt es was Neues über das Schwert? Noch nicht. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Okay, also. Wo könnten wir noch hingehen? Also, Karte. So, zoomen können wir nicht. Wir sind schon nah dran. Okay, also hier irgendwo in der Nähe soll das sein. Am Fenster, wurde gesagt. Also hier. Blutstropfen, die von hier wegführen. Aha. Da haben wir die Spur schon mal aufgenommen. Sehr, sehr gut. Schauen wir mal, wohin dieser Dieb hingelaufen ist. Mehr Blut. Ich bin noch auf der... Dieser Ort ist anders als alles, was ich kenne. Ist das irgendein Gewürz? Ich weiß nicht, warum ich in Deckung gehe, aber es ist ziemlich spannend zu wissen, was jetzt gleich kommt. Also, wie wir folgen dieser Spur, klar. Und jetzt ist auf einmal so alles ruhig. Noch mehr Blut. Der Dieb hat sich schlimm geschnitten. Die Spur endet hier. Sei gegrüßt. Aber irgendjemand muss den Dieb gesehen haben. Ja, irgendjemand. Wir haben die Rebellen. Ich sag dir was. Wenn du es vermeiden mein kannst. Mein Angebot wird dich überzeugen, sonst versprochen. Nicht ein für alle Mal. Die Schreie der Händler. Das sind keine Waren, sondern lebensnotwendige Dinge. Vielleicht müssen wir einfach hier ein bisschen weitergehen. Also durchaus sehr interessant. Oder wären wir jetzt zu weit weg? Das kann natürlich jetzt auch sein. Vielleicht kontrollieren wir einfach hier mal. Meridian ist die großartigste aller Städte und hier leben die großartigsten Menschen. Ist hier jemand langgerannt? Mit einem Schwert? Aber ja, er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet, vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt! Diese Stoffe sind teuer! Ich habe also einen Dieb Verbandszeug bezahlt. Okay, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Gehe zum Fuß der Treppe. Wenn der Dieb hier war, gab es für ihn nur einen Weg. Vorwärts. Genau, weil hier kann man schlecht irgendwo hingehen. Also, wir müssen mal schauen, wohin das Ganze führen wird. Ich könnte es mit Rotstand auf. Ein bisschen laufen. Keine Spur von dem Dieb.
Jemand muss ihn gesehen haben, als er hier lang gerannt ist. Vielleicht müssen wir wieder mit irgendjemandem reden. Hier zum Beispiel. Mit der Frau. Ist dir jemand vorbeigelaufen? Mit einem Schwert in der Hand? Ja, er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Wall und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand? Absolut nichts. Aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. Aber wo? Vielleicht hat ihm jemand geholfen. Am Stand der Händlerin hätte er das Schwert schnell loswerden können. Okay. Durchaus interessante These. Also, vielleicht wurde es wirklich beim Händler verkauft. Vielleicht hat jemand gemerkt, dass dieses Schwert verflucht ist. Weil es ja vom Sonnenkönig stammt, der ja gefallen ist. Der 12. Sonnenkönig zumindest. Schauen wir mal. Durchaus interessante Story, die dahinter ist. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was gleich die Auflösung sein könnte. Der Dieb ist anscheinend entkommen, aber ohne das Schwert. Er hat es vielleicht irgendwo abgelegt. Bei dir zum Beispiel. Was? Nein! Ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, wenn die Stadtwache deinen Stand durchsucht und deine Kunden befragt. Oh, bitte nicht. Hör mich erst an. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit, also wirst du mir zuhören. Es stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemanden weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Die Scherben sind für Bedürftige. Und das soll ich dir glauben? Ich kann's beweisen. Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich gehe zur Wassermühle. Okay, dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle gehen und herausfinden, was hier läuft. Aber wirklich. Ich will jetzt auch wissen, was hier läuft. Ein krummes Ding läuft hier. Gut, rennen wir. Sind doch ein paar Meterchen hier. Wenn wir den Kaja nichts beibringen können, wir... Da müssen wir wieder hier diesen Aufzug nehmen. Müssen wir wieder ordentlich warten. Ja, also interessant. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was die Auflösung sein wird. So, hier ein bisschen was herstellen. Jetzt müssen wir erstmal warten. Ja, wir müssen noch auf jeden Fall in die Wildnis, damit wir hier neue Kräuter sammeln können. Denn unser Medizinbeutel ist ziemlich ausgelaugt, sage ich mal. So, da ist der Aufzug endlich. Wird auch mal Zeit hier. Endlich sind wir da. Hat lang genug gedauert. So, auf zur Wassermühle. Wer gibt sich so viel Mühe und bringt das bis da hinten hin? Das ist die Wassermühle. Das muss der Turm sein. Er ist riesig. Alter Verwalter, auf jeden Fall. Okay, wir müssen da irgendwie hoch, glaube ich.
Sachen hier drehen? Ne. Da sind wir nicht befugt. Ja, hier wird es wieder in die Wildnis gehen. Ja. Okay, das ist nicht die Wassermühle. Es ist einfach nur eine normale Brücke. Okay, wenn wir schon mal hier sind, sammeln wir ein paar Ressourcen ein. Hier haben wir was für den Medizinbeutel. Sehr, sehr gut. Oh, sehr nützlich. So, gehen wir erstmal hier weiter. Direkt zur Wassermühle. War erstmal ein bisschen gut gewesen, dass wir was gesammelt haben. Also ganz ohne leere Hände würde ich auch nicht haben hier. So. Schauen wir mal, was hier passiert. Das soll es sein. Sammeln wir hier noch ein bisschen Ressourcen ein. Und dann geht's los. So. Ich möchte zu Hause ins Bett fallen zu können. Nach einem Essen, einem Bad und was zu trinken natürlich. Kennst du schon den mit dem Keiler, dem Graser und dem Sonnenfinster? Diese verdammten Osseram sorgen doch überall für Ärger. Ich halte meine Augen offen. Na, der sieht schon ein bisschen komisch aus, der Typ. Ich hab dich schon erwartet, Aloy. Du willst sicher antworten. Tja, es ist nicht kompliziert. Wir sammeln Wertgegenstände von Leuten, die sie nicht brauchen. Verkaufen sie und geben die Scherben den Armen in Sonnenfall. Du meinst, ihr stehlt? Wenn du es so nennen willst. Von Schweinen, die schon seit Generationen am Futtertrog stehen. Ravan wirkte auf mich nicht wie ein Schwein. Er stinkt wie die ganze Bande. Nach Geld und Zufriedenheit. Und die Unterschicht leidet. Wer genau bekommt die Scherben in Sonnenfall? Nicht die Bastarde in der Festung. Mit den Scherben verschaffen wir den Armen in Schattenhang Nahrung und Verbandszeug. Sie gingen nur nach Westen, weil sie mussten. Glaub mir, ich weiß es. Meine Frau wurde an einige Diener gekettet und mit ihnen weggeführt. Sie verhungerten in ihren Ketten. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Wo ist das Schwert jetzt? Sicher. Hab's noch nicht verkauft. Was soll ich jetzt tun? Weggehen? Ich hatte gehofft, du hilfst uns. Es heißt, du liest Spuren wie ein Pirscher. Tja, mein Partner Nazan ist bei der Brandküste verschwunden. Er wollte nach Sonnenfall. Mit einer ganzen Ladung Lebensmittel. Wenn du die findest, würdest du vielen helfen. Ich überleg's mir. Aber nur, wenn du Ravan das Schwert zurückgibst. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Gut, er kriegt das blöde Schwert. Nazan sollte seinen Kontakt bei einer Feuerstelle an der Gabelung bei der Brandküste treffen. Such dort nach ihm. Aber Vorsicht! Dort sind viele Maschinen und viele Schattenkarja. Und zwar nicht die Bedürftigen, sondern die Peiniger. Immer konzentriert, immer wachsam. Das ist meine Meinung. Okay, also zumindest haben wir ihn dazu gebracht, das Schwert wieder ordnungsgemäß abzugeben. Ja, durchaus eine berechtigte Begründung von seiner Seite aus, also was man damit machen möchte. Man will es natürlich nicht nur für sich behalten, sondern daraus Scherben machen und dann den Armen halt spenden, sag ich mal. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache. Aber natürlich ist Stehlen auch wieder so eine Sache, ne? Also einfach nur Stehlen von Leuten. Obwohl, das Schwert gehörte dem einen Typen auch nicht wirklich, ne? Aber, ja, kann man so oder so sehen. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, ich habe hier so ein paar Sachen gesammelt. Ich schaue mal kurz in die Questlog hinein. Also, wir haben durchaus wieder Aufträge, die, ja... Was passiert, also was mit Nazan passiert ist, das müssten wir beim nächsten Mal mal herausfinden. Können wir auf jeden Fall machen. Wie gesagt, wir haben so viele Missionen. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll. Wie gesagt, ich hätte doch lieber gerne die Geschichte mit
Wahl und Sona gemacht, weil wir hatten das ja schon mal begonnen vor einiger Zeit, haben es aber nicht zu Ende geführt und ich würde das schon eigentlich schon lieber gerne machen, eigentlich, weil wir sind jetzt in einem ganz kompletten anderen Abschnitt, Meridian sozusagen. Und ja, ich hoffe, das geht für euch in Ordnung, dass wir beim nächsten Mal auf jeden Fall Wall und Sona weiterführen. Und Meridian werden wir auf jeden Fall weitermachen. Erstmal nur eine kurze Pausierung. Olin werden wir auf jeden Fall auch noch sehen, denke ich mal. Oder wiederfinden. Schauen wir mal. So, ich würde sagen, ich mache jetzt hier die Schnellreise. Und werde auch direkt speichern. So, ich werde erstmal diese Kiste hier auspacken. Die Rohstoffe hier mal eben bestätigen. So. Karte. Also. Streng genommen müssen wir nochmal zurück. Und da noch die Hauptquest abschließen. Weil wir hier in der Gegend... Na klar, haben wir alles schon soweit gemacht. Hier ist zum Beispiel noch was, was wir noch erkundigen sollten. Ich glaube, das wird für die Jäger sein. Glaube ich, wieder so eine Ecke. Oder? Nee, das wird... ach, nicht Jäger. Das wird Eroberung sein. Von Banditenlager. Genau, das wird es sein. So, hier ist diese Mission. Das heißt, ich werde mich hier reinsetzen. Werde eine Schnellreise machen und würde sagen, morgen beim nächsten Mal werden wir direkt mit dieser Hauptquest fortsetzen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann wir das zuletzt gemacht haben, wann wir da aufgehört haben und direkt nach Meridian gegangen sind. Also, ja, ich würde aber sagen, das machen wir auf jeden Fall, damit wir so diese Seite dieser Karte, die ist ja ziemlich weit rechts jetzt, wo wir wieder sind, dass wir die zumindest abschließen und dann so langsam einen Übergang finden zu Meridian wieder zurück, damit wir wirklich alles auf der Karte so geschafft haben. Weil jetzt aktuell ist es so, dass wir wirklich nach da, nach hier und dort immer hin und her pendeln und das kann irgendwann sehr, ja, hart werden von der Reisezeit her. Und deshalb habe ich jetzt hier natürlich diese Schnellreise gemacht. Und ich möchte natürlich in Zukunft so ein bisschen vermeiden, dass wir immer so voll viel hin und her laufen oder reisen müssen. Deshalb immer so eine Ecke erledigen. Ich denke mal, das geht vollkommen in Ordnung. Und ja, bedanke mich erstmal ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich werde jetzt jeden Moment jetzt hier gleich wieder zu sehen sein im Spiel. Jawohl. Und ich würde sagen, dass ich jetzt hier ein bisschen was sammle und abspeichere. Und beim nächsten Mal werden wir direkt Wall und Sona fortsetzen. Das, was wir eigentlich schon längst hätten tun sollen. Und ja, vielen Dank nochmal und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.